Frankfurt. Wir kochen eine vegane Knusperlasagne mit einem Süßkartoffel-Kokospüree, frischem Koriander und dazu geschmorte Kopfsalatherzen. Ich fange an mit dem Teig. Ich nehme hier Gewürze, Koriandersaat, Kreuzkümmel, Fenchel. Dinkelmehl. Die Gewürze kommen dazu. Wasser. Salz. Nicht zu wenig. Und eine halbe Stunde stehen lassen. So, das Ganze ganz dünn ausrollen. Soll ja noch schön aussehen. Ich habe hier so einen runden Ausstecher. Hast du was zu Hause, Kritz? Nee, aber so ein altes Ofenrohr habe ich noch. Schau doch mal ein bisschen nach. Ja, ich guck auch mal. Werden angeschwitzt, dann kommen da natürlich Süßkartoffeln rein. Aber im Rhythmus. 1, 2, 3, 4. Bisschen gemahlen Kardamom. Kokosmilch kommt natürlich dazu. Es gibt eine geschmorte Kopfsalatherze dazu. Hier habe ich einen Topf stehen, da gebe ich ein bisschen Olivenöl rein. So! Bisschen ablöschen mit Wasser. Die nehmen wir jetzt hier direkt rein. Bisschen frischen Koriander, den schön fein schneiden, auch mit Stiel. Wisst ihr so? Ne? Alles mit drin, was? Alles mit drin, genau. So, die Süßkartoffeln. Die werden püriert. Chris, schaust du nochmal in den Ofen, bitte? Was nehmen wir für einen Teller? Nee, nichts so neumodisches. Guck mal, sowas ist so schön. Nichts so neumodisch. Ein bisschen Teig. Süßkartoffel. Frischer Koriander. Viel frischer Koriander. Soll es aber noch eine Sesamsoße dazu geben. Hier habe ich Tahin, so eine Sesampaste. Ein bisschen Zitronensaft. Und Feuer! Das sieht sehr lecker aus. Und das ist wirklich hundertprozentig vegan, ja? Das ist hundertprozentig vegan, genau. Ich habe beim Teig auf die Hefe verzichtet. Test super. Bestanden. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Da fällt einem doch der Stöpsel aus dem Ohr.